Hey Camilla, voll schön, dass wir uns heute treffen. Du bist bald Absolventin der Fachausbildung zur souveränen Führungsperson, stimmt's? Stimmt. Und es ist so schade, dass es schon bald vorbei ist. Das freut mich, dass du das sagst. Und ich habe dich heute eingeladen, mal drüber zu sprechen, wie die Ausbildung für dich war, was dein Benefit ist. Und ne, auch lass uns doch mal anfangen, einfach was deine Rolle ist. Was machst du denn beruflich? Ich bin Geschäftsführung einer Einrichtung, die eine Kinderkrippe hat, die nach Pickler arbeitet, einen Kindergarten, der inklusiv arbeitet mit Schwerpunkt Montessori, eine Grundschule hat, eine Mittelschule und eine Oberstufe. Das sind wir. Wow, das seid ihr. Ja. Und du hast dich entschieden, die Ausbildung zu machen. Warum? Was war deine Motivation? Die Motivation ist, dass man Führung bewusster lebt, dass ich die Möglichkeit habe, besser zu agieren, besser meine Kollegen aufzufangen, sie zu flankieren und ihnen mehr Handwerkzeug an die Hand zu geben, um ihren Alltag auch besser zu bewältigen, mit Kindern wie mit Eltern. Und jetzt bist du ja schon 10 Wochen, glaube ich, bei der Ausbildung dabei. Hat sich dieses Ziel für dich, also zeichnet sich das schon ab, dass du es erreichst oder nicht? Also diese Ausbildung ist mehr, als ich mir erwartet hatte. So, also ich bin eigentlich schon übers Ziel hinaus geschossen, egal wo wir noch landen, weil es vom ersten Call einfach so viel mitgibt und so viel an Handwerkszeug mitgibt, dass man auch direkt umsetzen kann. Also ich muss nicht erst warten, bis alle Module fertig sind, sondern man ist ab dem ersten Call sofort handlungsfähig und hat total Bock, die Sachen, die wir da besprochen haben, einfach auszuprobieren. Und wenn du jetzt auf deinen Führungsalltag guckst, ne? Deinen Tag heute, gestern, ja, so ganz konkret, wo wärst du weniger gelassen ohne die Ausbildung? Also ich wäre weniger gelassen, auf jeden Fall in meinem Selbstwert, weil man hat so manchmal Momente, die sehr herausfordernd sind und wo man mit den Zähnen klappert und denkt, oh Schande, wie mache ich das? Und das habe ich mittlerweile weniger, viel, viel weniger, weil ich die Dinge, die dort sind, durch die 7 Räume der Führung viel besser, also die werden so in Facetten aufgefaltet, wie so ein Fächer, und ich kann das viel besser, also es bietet eine viel bessere Orientierung und ich kann das auch viel besser zuordnen, die Dinge, die passieren, wo gehören die rein, wo fallen die hin und was kann ich dann damit machen? Das ist so. Und ich kann die Aufgaben, die dann damit verbunden sind oder die sich daraus ergeben, viel klarer fassen und sie auch mit viel mehr Abstand erledigen. Also dadurch wird meine Persönlichkeit einfach auch geschützt. Und ich bin viel freier auch in meinem Tun und in meinem Handeln. Kann damit viel anfangen, wenn du das beschreibst. Und ich glaube, die Menschen, die zuhören, die selbst in der Führung sind, auch. Ja, weil man das so spürt, auch wenn du jetzt gar nicht so konkret wirst. Aber lass uns trotzdem noch mal ein bisschen konkreter werden. Fallen dir 3 Tools ein oder zwei oder 3 Tools ein, die du schon in deinen Rucksack gepackt hast, wo du sagst, ja, die geben mir auch diese Sicherheit, von der du sprichst. Mir fallen ganz viele Tools ein, aber das, was mich besonders bereichert hat, sind die Antreiber und die Erlauber, weil die mir geholfen haben, mich besser kennenzulernen, so wie ich auch ticke und wo ich vielleicht auch schneller an die Decke gehe. Und das auch zum gewissen Teil auch abzulegen. Und also mein Antreiber ist zum Beispiel ganz stark das Tempo. Und ich merke so, ich mache, wenn ich Spaß habe, dann habe ich einen unglaublichen Speed einfach drauf. Und da hilft es mir vielleicht nochmal eine Runde zu drehen, vielleicht noch eine Schleife zu fahren, damit ich alle mitnehmen kann, damit alle auf dem gleichen Stand bin und verliere aber den Spaß trotzdem nicht an der Sache. Und im Antreibertest kommen viele Punkte, die mit mir zu tun haben, die ich aber viel besser einsortieren kann, dann,
Also Dinge, die man auch so aus seiner Kindheit mitträgt, von denen man stark geprägt ist und da nimmt sich keiner aus. Also die hat irgendwie jeder. Und es hat mir geholfen, durch diesen Antreibertest gewisse Sachen, die an mir gekratzt haben, diese auch auf die Seite zu legen, dass sie meinen Alltag nicht so beeinflussen. Das ist ein Tool. Oder was ich auch voll schön finde, ist die Ich bin okay, du bist okay Haltung. Manchmal hat man ja so ein Gegenüber, wo man sich nicht sympathisch ist, aber wir trotzdem die Verantwortung haben, Eltern aufzufangen, in Gespräche zu gehen, die vielleicht nicht so angenehm sind oder die man, und wenn man die Wahl hätte, sie auch nicht führen würde. Und wenn man sich das aber bewusst macht, dass ich bin okay und du bist auch okay mit dem, was du mitbringst, kann man viel entspannter in diese Gespräche gehen und sich auf einer ganz anderen Ebene begegnen. Und das war mir vorher gar nicht so bewusst. Also das ist ein Tool, was mir einfach gefehlt hat. Was kann ich machen, damit ich entspannter in diese Gespräche gehe und nicht mehr diese Panik habe, so ich muss jetzt irgendein Ziel erreichen. Weil manchmal muss man gar kein Ziel erreichen und findet andere Möglichkeiten zu gehen. Oh, das finde ich halt richtig berührend, wie du das so beschreibst. Weil ich gerade so ein bisschen, also ich habe gehört, du hast dich besser kennengelernt. Ich habe gehört, du hast gelernt, dich im Stress besser zu regulieren. Ich habe gehört, du hast in deinen Rucksack ja, Dinge gepackt, die dich richtig stärken und auch dein Selbstbewusstsein stärken, sodass du nicht mehr so straight sein musst, sondern spielerisch herangehen kannst. Wenn du dir jetzt überlegst, was würde eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter von dir sagen? Du hast ja eine ganze Menge an Mitarbeitern. Was hat sich verändert, Anna-Camilla? Vielleicht hast du ja auch schon was gehört. Vielleicht hat jemand mal sowas schon im Zwischenraum gesagt. Ist es so? Also, ich habe gehört neulich von einer Kollegin, die sehr schwierige Eltern begleitet hat und die einfach nicht vorwärts kam und nicht auf den Punkt kam und sich immer nur im Kreis gedreht hat. Ich habe diese Kollegin mehrmals unterstützt bei Elterngesprächen. Also, was wollen wir? Wo wollen wir hin? Und was kannst du beisteuern, ohne dich zu verbiegen? Dass diese kleinen Gespräche vor dem Elterngespräch ihr ganz arg geholfen haben, die Ruhe zu bewahren und mich auch als Sicherheitsnetz zu spüren, weil wir auch so ganz einfache Sachen ausgemacht haben. So wenn das Gespräch sich in eine Richtung entwickelt, die du nicht mehr halten kannst oder wo die Eltern einfach wütend werden und du nicht weißt, was du sagen kannst, dann kannst du es einfach beenden. Ne? Oder sagst, du brauchst jetzt eine Pause oder ich brauche eine Unterstützung und hol jemanden dazu. Und sie hatte mittlerweile mehrere Gespräche und jetzt sagt sie, sie ist so dankbar für diese Unterstützung, einfach um zu wissen, da ist noch jemand da, der mich hält. Das fand ich total schön. Ich höre, dass du in eine Coaching-Rolle gewachsen bist für deine Mitarbeitenden. Ja, so könnte man das nennen. Richtig, richtig schön. Und ja, warum würdest du die Ausbildung wieder machen? Warum? Also, bevor ich diese Ausbildung gemacht habe, haben gedacht, ja, es ist halt eine Ausbildung, wie halt die meisten Fortbildungen auch sind. Man hört halt was und dann schreibt man halt mit und dann hat man wieder so ein Zettel, auf dem steht Zertifikat. Irgendwas. Und das ist es überhaupt nicht. Also ich bin unglaublich dankbar und glücklich für das, was du hier anbietest, weil danach war ich so lange auf der Suche. Es hängt ganz viel mit dir zusammen, weil du einfach ein toller Mensch bist, bei dem man einfach sein darf. So. Und das klingt immer so einfach, ne? Aber den Raum dafür zu halten, das erfordert so viel Fingerspitzengefühl und wirklich jeden so zu lassen, wie er ist und trotzdem voranzubringen. Und das spürt man bei dir in jeder Faser. Ich glaube, das ist das, was diese Gruppe auch ausmacht, in der wir zusammen in diesen Einheiten sind. Und man nimmt einfach ganz viel mit. Du sprichst so aus der Praxis.
Also du kommst so von der Basis, dass das den Alltag total einfach macht. Also wenn ich sage, ich habe da so ein Problem, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, die Kollegin gehört eigentlich dahin von ihrer Zuständigkeit, aber irgendwie erfüllt sie das nicht, dann aber hast du sofort ein Bild vor Augen und kannst sagen, auch schau mal, du kannst das machen, du kannst das machen, du kannst das machen und überleg mal, was gut zu dir auch passt, was deine Stärken sind und wie du das umsetzen kannst. Und das ist einfach mega. Also Authentische Führung. ja, und das wird aber in dieser Ausbildung, man wird sich dessen so bewusst. Ne? Also vorher macht man ja so aus, wenn man Glück hat, aus Gefühl. Und hier werden die ganzen Facetten, schau mal, ich habe so einen ganzen Blumenstrauß an Karten aus jedem Führungsraum. Ja, wie cool, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Hast dir So. Karteikarten geschrieben? Ja, ich habe mir Karteikarten geschrieben, aus jedem Raum mit Tools, die ich gut finde oder die ich einfach mal so durchblättern kann und wo es mir wieder bewusst wird, was alles drinsteckt in dieser tollen Aufgabe der Führung. Und dann kann ich wie aus einem Blumenstrauß einfach ziehen, was gerade gut passt. Und das gibt unglaublich viel Sicherheit und Standfestigkeit und Flexibilität in meinem Tun. Und dadurch würde ich die Ausbildung immer wieder machen. Miller, ich erlebe, dass du total in den Prozess verliebt bist. Und das Ja. funktioniert mit mir gerade, ne? Dass du einfach deine Schritte auch so wertschätzt, die du gehst, durch die Ausbildung hin zu einer souveränen Führung. Also, dass du gar nicht, ne, wie Autobahn, nicht rechts und links gucken, schnell ankommen, damit ich endlich irgendwo bin. Wie du sagst, ein Zertifikat habe ich dann in der Hand, sondern es geht, den Prozess zu lieben und jeden kleinen Schritt auch neugierig anzugucken. Oh, ist das schön zu hören. Danke, danke, dass du das so beschreibst. Kann ich ganz gut so mitgehen und mitfühlen. Das ist, ja, das ist richtig schön. Wie kommst du denn mit der Zeit klar? Dein Führungsalltag klingt ja schon voll, wenn du sagst, drei Einrichtungen leitest du. Und ich weiß ja auch noch, dass du von einer deiner Einrichtungen auch noch die Einrichtungsleitung bist. Hast auch eine Doppelrolle, ne? Ja, die schönen Doppelrollen, das sind ja immer wieder Thema. Ja, ich finde, sie bergen aber auch viele Chancen. Ja, also in vielen Bereichen zu arbeiten. Leitung ist so ein toller Job. Also man kann in so viele unterschiedliche Bereiche reinschnuppern und so viel machen. Und klar ist der Alltag voll und lang, aber man trifft sich einmal die Woche ungefähr, einmal 1,5 Stunden. Und diese 1,5 Stunden, die geben aber so viel Power für den nächsten Abschnitt, weil man da so viel mitnimmt aus diesen 1,5 Stunden. Deshalb empfinde ich es als überhaupt nicht schwer. Also mir macht es total Spaß. Es gibt auch ein Genre, das man durcharbeitet und es ist relativ dick. Und am Anfang habe ich gedacht, das muss ich ja auch noch machen. Das ist sehr schön. Genau, aber es macht total Spaß. Also es ist sehr einfach geschrieben und macht total Spaß, sich da durchzuarbeiten und man kann wirklich das mal mitnehmen, was zu einem gerade gut passt und manches kommt vielleicht erst später. Aber das ist so ein Handwerkzeug, was einem keiner mehr wegnehmen kann. Das ist so fundiert und so alltagsorientiert und genau zugeschnitten auf mich, was ich gerade so brauche. Ja, deshalb fällt es gar nicht schwer, das hier jetzt alles zu absolvieren und zu machen. Und welche Rolle spielt aus deiner Sicht, ne? Wir haben ja diese Schnittmenge Montessori, aber wir haben ja in der Ausbildung auch Regelschulleiter und freie Schulen und es ist ein ganz diverses und auch Geschäftsführungen. Welche Rolle spielt für dich die Haltung hinter der Ausbildung? Also spürst du das? Ja, versuch das mal ein bisschen. Haltung kann man ja immer so schlecht greifen, aber eigentlich liegt die ja in allem so, so stark drin und macht es eben leicht oder schwer. Da würde ich gerne noch mal hinleuchten an dieses Thema Haltung. Haltung ist das zentrale Thema überhaupt
Ich bin selber Montessori-Pädagogin und kann gar nicht anders agieren als aus dieser Montessori-Haltung heraus. Und sie bietet unglaublich viel Freiheit, diese Montessori-Pädagogik, jemanden so zu sehen, wie er ist und ihn zu stärken mit allem, was er in sich trägt. Und diese Ausbildung, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ist das erste Mal, wo das wirklich so verkörpert ist, so wie ich es mir immer gewünscht habe. Und es bietet egal ob man jetzt eine Führung ist oder eine Geschäftsführung oder nur Leitung ist, es bietet so viel Raum, sich einzubringen, dass man gar nicht falsch sein kann in dieser Ausbildung. Man ist immer richtig. Ich habe dir gerade mit sehr offenem Herzen zugehört, Camilla, danke. Ja, also das erfüllt mich gerade sehr und nährt mich sehr, was du sagst. Und aus dieser Nährung, das finde ich so wunderbar, ne, dass ich dein Vorbild sein darf und du wieder das Vorbild für so viele andere Menschen bist. Und wir so einfach immer näher an uns selber rankommen. Oh, ich finde es gerade so, ja. Ja, so ein magischer Moment zu sagen, es gibt kein Falschsein. Ich kann mir das rausnehmen, was wo mein Herz mich auch ruft und wo ich merke, das hat was mit mir zu tun. Und da brauchen wir eigentlich kein Label. Ja, kein Label. Also Montessori ist ja auch nichts anderes als ein Label und steht für was. Und jede von uns sieht es auch wieder ein bisschen anders. Ich mag keine Labels, merke ich so. Ich mag eigentlich Menschen pur. Ja, jetzt habe ich noch eine letzte Frage auf meiner Liste. Ob du sie selbst bezahlt hast, ja, die Finanzierung ist ja auch immer so ein Thema. Wie habt ihr es gemacht? Gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Und ich würde gerne gucken, wie habt ihr es gemacht? Wir haben es gemacht, dass es bei uns der Träger zahlt und es ist ein Batzen Geld, aber er ist unglaublich gut angelegt. Und es gibt Ausbildungen, also die Preise sind sehr ähnlich. Und wenn man wählen kann, würde ich sehr dafür plädieren, das Geld hier zu investieren, weil so viel Praxis und Handwerkszeug und ja, Wissen auch über die Rolle, die man ausfüllen kann, habe ich bisher nirgends anders erlebt. Und ich nehme sehr viel mit aus dieser Ausbildung. Ich finde sie sehr fundiert. Und ja, ich hätte unglaublich was verpasst, hätte ich es nicht gemacht. Danke, Camilla. Danke für alles. Gibt es noch was, was du abschließend sagen möchtest? Ich hoffe, dass diese Ausbildung möglichst viele Menschen erreicht. Und ich wünsche mir, dass du es in die Welt hinausträgst. Weil es wirklich ein also du hast da was Tolles auf die Beine gestellt, was so lange gefehlt hat. Und ja, das wünsche ich mir, dass es möglichst viele genießen können. Vielen Dank, liebe Sandra. Danke, Camilla, und danke fürs Gespräch. Und Mensch, mögen noch viele gute Führungsmomente vor dir liegen, in denen du dich gut unterstützt und gut verbunden fühlst mit Menschen aus ganz Deutschland, mit mir, mit den Tools, mit den Inhalten und vor allem mit dir selber. Oder? Weil darauf kommt es doch am Ende vom Tag am meisten an, dass nur wir Genau. spüren, sind wir gerade richtig. Oder fühlt sich's gerade innerlich so schwer an, dass nichts mehr richtig sein kann, weil wir eigentlich unter der Verantwortung oder unter dem Druck oder unter dem Tempo, was auch immer, zusammenbrechen. Und da habe ich finde, Schule muss auch für die Schulleitungen gut sein. Ein guter. Unbedingt. Ja. Lass uns weiter geile Schule gestalten, oder? Danke, Mensch.